Take your chance, be now. 今目覚めるほど戦う遺伝子。Wake up, 一か八か。複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せるインダナイト豪華なメンツ秒読みトゥーザファイト宇宙の外れ巨大な荒野で無茶ぶりで沈む大地地響きだと驚く闇 Nothing can stop you now Wake up, 乗るか、反るか、とんでもないアクション。断崖ギリギリ、半直前まで、サバイNeuer Part, neues Glück, willkommen zurück hier bei Watching Blast 2 Online, diesmal mit dem neuesten Krieger aus den Reihen von Kulos. Naja, er meint natürlich seine Spitzenarmee oder seine Elite-Armee, aber in Wirklichkeit ist halt doch nur ein grüner kleiner Hulk, und zwar ein Krieger, ein behelmter Hulk-Krieger mit Namen Dor. Dore, natürlich nicht Pure gemeint, sondern einfach nur ein, der bis aussieht grün von Heidi, von ganz Super Saiyans und so, aber egal. Dann erstmal ordentlich aus, wie es aussieht, oder halt auch nicht. Schubtritt! Ja, natürlich ganz toll, Dore. Du hast das sehr toll gemacht. Dann fällt eigentlich nur noch einer, wa? Von Kulos Liedetruppe, nämlich Salsa oder Salsa, was kann den Namen nicht mehr, Mann. Kann man ihn immer so von, ich sag jetzt mal von Wow, Sprache zu Sprache im unterschiedlich. Aber egal, das müsste dann der Anführer gewesen sein, so wie halt Ginyu von der Ginyu Force, war. Und hier Dore ist wohl eher so eine Art Rikum mal 2 oder keine Ahnung. Du, dafür längere und coolere Haare. So, da fliege ich erstmal, natürlich auch schön. Schwahang, so komme. So, wir müssen erstmal ein bisschen einspielen mit Dore. Oh, Temperaturverschiebung natürlich legt sich voll hin. Weg da! Okay, er will irgendwie nicht. Dore kann wieder was machen. Ja, können wir schon. Oh, ein bisschen zum Einspielen. Ach so. Ja, ja. Wird wärmer. Schubtritt. Und? Das ist alles. Einmal ganz kurz sein Ohr gestreichen. Das war's schon. Ach Mensch, jetzt geht sowas, wenn es eine Attacke. Hey, so, das wäre schon ein bisschen besser. Also ein Ultimate Move so drauf, hm? Eine gute Frage. Ja, komm ich, boom. Na toll. Voll in die Fresse gehauen, macht gar nichts. Dors, schrecklicher Blitz. Dors ist sauer, weil sein Scouter ist weg. Und einen schrecklichen Blitz stelle ich mir irgendwie noch eine Energieattacke oder sowas vor. So, Trunks auch sauer, wie es aussieht, er wird zum Super Saiyajin. Ist ja vollkommen übertrieben. Ich meine, sorry, ist eine Art Ginyu Force mal 2. Ginyu Force. Ginyu Force 2.0, so rum. Aber egal, so, Vulkanflutwelle und ich führe wieder. Ist das zu fassen? Na, es zeigt wegen seinem schrecklichen Blitz und weg da. Tschüss. Das war's mit Dore, der liebevollen grünen Tür. Oh Mann, nein, Kampf der dreifachen Super Saiyan schon wieder, wa? Ich weiß nicht wieso, ich meine, ich habe ganz normal Select wieder mal gedrückt, zum per Zufall-Modus da Charakter auswählen und trotzdem hinter wieder geht, wie im letzten Part. Verstehe ich nicht, also sprich wie vor, was weiß ich, drei verkämpfen, war doch der letzte Part, oder doch, glaube ich zumindest. Doch, war der letzte Part. Ich schneide zwar die Kämpfe meist so zusammen, dass ich auch untereinander eine gute Mischung haben könnte. Also die Musik ist ganz was anderes. Entschuldigung fürs Singen! Oh, jetzt ist spannend. Achso, ich dachte, das ist ein Ultimate-Move. Das wäre spannend gewesen, ey. Ultimate gegen Ultimate, oh. Er kommt. Wer geht, der macht doch was. Wenn ich Magen treten lasse, sollst du wehren. Geht doch.
Fliegen darf ich natürlich nicht, war ja klar. Mann, Mann, du, richtiger Schlag- und Kick-Abtausch mal wieder. Und Wandelfleisch. Tschüss. Das hat gesessen, wa? Ich bin Vegeta, ja, sehen wir. Scheiße! Hä? Er hat geportet. Ja, jetzt wieder, jetzt weiß, aber vorne doch auch. Seltsam. Danke, Goku. Jetzt hat er natürlich auch noch. Tut er voll in den Magen. So, tschüss. Bams. Ups. Mann, das kann ich auch. Ich muss angeben. Wir haben ja selber den größten. Ich weiß. Bam. Der kommt nicht wieder. Ups, da steht er schon wieder. War ein bisschen voreilig, war so, jetzt reicht's aber. Und ich komme. Tschüss. Ups, das war natürlich ganz toll. Nein. Wir gehen weg da. Yep, so viel dazu. War eine Glanztat. Boah, wollte gerade voll einen alten Move machen. Tschüss. Voll erwischt und jetzt bist du am Arsch. Bam, bam, bam und tschüss. Mann, ey, da mache ich es halt so, Alter. Da würde ein bisschen cool sein, muss ich da teleporten. Mann, oh Mann. Der dritte Kampf oder vierte, weiß gar nicht mehr, egal. Nail gegen Ultimate Gohan. Ach du Scheiß. Eine Kampfkraft von 88.000 oder was irgendwie mit Nail gegen. Oh, wie viel hat Ultimate Gohan eigentlich? Etwa 100 Millionen? Eine Milliarde? 10 Milliarden? Keine Ahnung. Jedenfalls viel zu viel für so einen. Ja, gut, ist eigentlich schon ein super Namekian und war irgendwie. Eigentlich der stärkste Namekian auf Namek. Also, als bevor Gott und Piccolo sich getrennt haben, ja, schon klar. So, das war jetzt ganz cool. War aber weniger cool. Und da fliegt er! Juhu! Naja. Schade, mir nicht zugefallen, war. Zugefallen. Genau. Na, nee, was machst du? Gohan, was macht er? Hab keine Ahnung. Höllensturm kannst du klicken. Tschüss! Und der Crasher! Bam, Booms! Fallera! Und? Guck mal hinter dir! Bams! Mann, wieso fliegt er nicht aus der Arena? Also spielt man so wortwörtlich auf dem Ring und auf dem Boden, Ring out! Aua! Unsere Grobiane, wa? War ja klar! Na so, jetzt war er aber ein bisschen schneller. Guck mal an, wo der hinfliegt. Guck mal. Na, will nicht. Wieso willst du nicht? Oh, jetzt macht er gleich einen Scheiß. Ich will zeigen, ich kann das auch, ich bin super. Können wir ein zweites Mal. Ja, okay, war ein bisschen Spamming, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor, versprochen. Stattdessen werde ich mal ein bisschen Combo machen, wenn es genehm ist. Natürlich nicht genehm, war ja klar. Aua! Und mich hat gerade abgefallen. So, jetzt da noch Mensch ins Kind, hier war ich halt aus. Greif von hinten an, das mag er ja. Also nicht Gohan. Nail? Nein. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung, versuche bloß zu kommentieren, wenn ich gerade am Zocken bin. Du. Oh, macht er jetzt wieder? Aua, aua! Nein! Und geblockt! Und Tschüssikowski! Oh, hab ich gesagt, ich mach's nicht mehr, wa? Naja, mach's nicht mehr hintereinander. Ihr versteht schon. Wow, nee, ganz ruhig, Alter, ganz. Aua! Das war jetzt aber. Mein, was Glück oder knapp? Und eigentlich. Konter mit Teleport? Na egal, mach's halt so. Und Tschüssikowski, das war's mit Ultimate Gohan. Der nächste bitte. Und da kommt er auch schon. Wieder mal Sally Boy, okay. Ultimate Gohan gegen Sally Boy, alles klaro. Müsste ich ja theoretisch locker gewinnen, oder? Ich meine, Ultimate Gohan ist eigentlich der stärkste von allen, vor allem der stärkste Einzelkrieger und naja. Wir sehen sie gleich. Alter, Verbindung? Hallo? Ein Strich noch? Rot? Gar nicht gut aus. Nee, das ist kacke, ich kann gar nichts mehr machen. Oh, okay, Michael, Trick 17, du musst dich schnell drauf anpassen. Na, geht doch. Oh, Hilfe, jetzt kommt sogar die Dragon Ball noch in die Quere. Verbindungsprobleme, ich die hasse. Ich hatte gar nicht gute Verbindung, hallo? Na toll, jetzt hat es früh gestoppt, weil ich dachte, es wäre. Ach Mensch, das Kind so. Okay, geblockt hat er noch. Heißt jetzt, dass bei ihm auch schlecht ist, weil er nicht ausgewichen ist? Oder dass bei ihm gut ist, dass er noch locken konnte? Das ist sogar sehr gut. Ich kann teleporten. Aber liegt es vielleicht daran, weil es irgendwie schlecht ist, dass ich deshalb teleporten kann? Oh.
Um Himmels Willen, Gott sei Dank hast du geblockt, Alter. Dass er einen Sonnenkammer hat, gut, ich meine, er hat es in der Serie nie so erwähnt, glaube zumindest, war es im Original doch so. Auf alle Fälle im Deutschen übersetzt kann das, glaube ich, nie Sonnenkammer genannt, von daher kann ich nicht genau beurteilen. Jedenfalls ist die Attacke schon übel. So. Ja, es ist kacke, ey. Alter, ist das kacke, ich kann kaum was machen, ey. Es ist, also, timemäßig ist es im Arsch. Yep, das. Ich sag's ja. Na toll, blocken konnte er noch. Okay, wenn die Verbindung schlecht ist, dann kann ich porten, aber der Rest funktioniert nicht mehr. Wenn die Verbindung gut ist, dann funktioniert zwar alles andere, außer dem Porten. Hä? Gibt's auch ein Mittelding davon? Das wäre noch ganz cool. Und eigentlich mal mit dem Besten der Welt mithalten, so, versteht schon, aber denke mal, da bin ich sowieso am Arsch. Entschuldigung, ah, Mann! Wenn ich die andere Attacke mache, dann zu wenig Energie. Okay, Super Energiewähler reicht so weit, mal einen gerade zu sehen, war ja so eine, eine Art Mutattacke, wa? Nur der Mann war. Oh oh. Tschüss, Gohan, hat mich gefreut! Alter Schwede, oh, die Verbindung ist zurück, toll! Damit er drei Striche, natürlich jetzt, wenn man sowieso schon zu Ende ist. Jetzt bringt es mir eh nichts mehr. Hm, dem hätte ich noch ausweichen können, ja, wenn ich bloß gewusst hätte, wie. Beziehungsweise, wenn ich schnell genug gewesen wäre an Importen. Das war's, KO. Das war peinlich. Das muss ich dringend wegmachen, und zwar mit C90 gegen Son Goku. Ja, Mann, der Gegner hat Goku ausgewählt, Super Saiyan, was soll ich denn da machen? Muss irgendwie, muss schnell gehen, dazu ist Fieso. Ne, hatten wir jetzt gerade erst. Cyboxen zwar auch schon, aber C19 gegen Son Goku zum Gewinnen hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Also, ich meine, dass wir gewonnen haben. Versuchen wir was. Also, Gewinnung ist super, theoretisch, also hängt so von meinem Können ab. Problem ist nur, was ich gar nicht bedacht habe in meiner Charakterauswahl. Die Cyborgs können ja keine Energie aufladen. Das machen die automatisch, aber leider zu wenig oder zu langsam. Mein lieber Scholli, was mache ich jetzt? Willst du mal verarschen, Alter, oder? Natürlich erstmal Super Saiyan 3, als wenn er schon genug überpowert. Uh-oh. Tschüss. Okay, Teleport setzt ein. Alles klar, weiß das auch schon. Ja, hier muss ich ein bisschen tricky sein, weil wenn ich mit Cyborgs kämpfe, kann man halt nicht auf die Energie verlassen. Na, ganz toll. Ich muss irgendwie den Gegner beobachten. Augenstrahl, was ist das? Das ist eine Technik. Den Gegner beobachten und so eine kluge und natürlich auch strategievolle Strategie ausarbeiten. Also gerade strategievolle Strategie gesagt. Menschenskind ist das bekloppt. Eine sehr gute Strategie, eine ausgeklügelte Strategie, eine Strategie, die Hand und Fuß hat, eine Strategie, bei der ich mal das Maul halte. Autsch, meine. Ah Mann, ich wollte werfen! Ja, ist gut, ich hab's kapiert, geht nicht. Wieso bin ich jetzt eigentlich nicht? Aua, ich fliege, komm schon! Geht doch! So, Alter, kann ja auch porten. Menschenskind, ich dachte, er wäre der Einzige. Ja, Augenstein. Bleib doch, hä? Ja, so, und tschüss! Das gibt's einfach nicht! Alter! Ganz schön, letzter Kampf für heute, der letzte Kampf für Part 31, glaube ich, wa? So, Teleportation abgewandt. Ich weiß, Teleportation ist eine coole Technik, aber leider sind das ihre Schwierigkeiten, denn auch wenn ich. Autsch, wow, das war knapp. Das geht sogar, wusste gar nicht, weil jetzt gerade ein bisschen Improvisation. Ey, Teleportation ist ein schöner Move, nur leider, wenn er sich zwar theoretisch bereits wegteleportiert hat, aber du noch in Sichtweite bist und angreifst, dann triffst du ihn trotzdem. Ja, ein bisschen fies, ich weiß, aber das muss man halt wissen. Wir haben seinen Gegner trotzdem plätten. So, ich führe wieder. Schön. Ich weiß bloß, wie lange. So, T9, was machst du? Hör, warte mal. Ja, ist gut. Ein Bowlingkugel. Ich bin zum Gehirn wohl. Und der echte bleibt da stehen? Puh, trifft sich ja selber. Nur dann natürlich Pech. Ja, nein. So ein dämlicher Fels, ne? Wenn du da irgendwie der Faust voll draufschlagen, ist sie weg. Aber wenn da so ein wahres Kampf mehr Haar kommt, nur natürlich bleibt er stehen. Wie, wo war. Ich war noch meilenweit entfernt! Ja, nee, ist klar. Ich war doch meilenweit entfernt. Na, ist egal. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.